Sein? Ja, sein. Sie sind erst seit wenigen Monaten in Deutschland, doch für die drei Teenager aus Libyen und Syrien hat der Schulalltag begonnen. In einer Realschule im Berliner Stadtteil Pankow lernen sie in einer Willkommensklasse Deutsch. Den Kindern soll dadurch der Start in Deutschland ein bisschen erleichtert werden. Hallo, guten Tag. Vokabeln, Grammatik lernen und Bücher lesen, es ist fast ein normaler Schulalltag. Lehrerin Janine Hoffmann ist mit ihren Schülern zufrieden. Dass einige wirklich schon richtig fit sind in der deutschen Sprache, dass sie wirklich sehr gut verstehen und teilweise eben halt auch schon für die anderen übersetzen. Manche halten sich noch so ein bisschen zurück, aber das Sprachverständnis ist schon richtig klasse für die deutsche Sprache. Dabei werden sie auch von anderen Schülern unterstützt, obwohl es noch Sprachbarrieren zwischen ihnen gibt. So haben die neuen Schüler auch Lernpaten an ihrer Seite. Zum Beispiel helfen Mia, Ole und Steven ihnen, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Gemeinsam gehen sie auf den Sportplatz, lachen und haben auch schon gemeinsame Interessen gefunden, zum Beispiel Rapmusik. Der 15-jährige Modi spielt auch besonders gerne Fußball und Basketball, gemeinsam mit Ole und Steven. Ich habe viele Freunde, ja, und ich mag alles lernen in der Schule. Noch schreiben die neuen Schüler einfache Sätze, aber sie haben Spaß dabei. In der Bibliothek suchen sie nach Büchern, so wie andere in ihrem Alter auch. Seit mit dieser Flüchtlingsklasse sehr viel Kontakt haben, hat man halt einfach mal die Menschen kennengelernt. Und irgendwie hat es aufgehört, ein Flüchtling zu sein, sondern halt einfach angefangen, Mensch zu sein. Das sind ganz normale Kinder, die lachen, die sich ärgern gegenseitig, die auch dieselbe Musik hören wie wir. Ich meine, man verständigt es ja auch meistens immer über Musik, die hören auch dieselbe Rap-Musik. Oder haben denselben Klamottenstil. Der normale Alltag. Die drei Schüler erleben ihn in der Realschule mit allem, was dazugehört. Unterricht, Hausaufgaben und natürlich Prüfungsstress. Tschüss! Tschüss!